Der GameStar Newsflash. Microsoft hat mit Nvidia und Nintendo vertraglich festgelegt, dass Xbox-Spiele und künftig auch Call of Duty für die nächsten 10 Jahre zeit- und inhaltsgleich bei GeForce Now und auf Nintendo-Konsolen erscheinen. Firaxis hat offiziell bestätigt, dass man an einem neuen Teil der Civilization-Reihe arbeitet. XCOM und Midnight Suns-Chef Jake Solomon verlässt dafür nach 23 Jahren das Studio. Ubisoft hat als erster großer Publisher zur E3 2023 zugesagt und ein starkes Spiele-Lineup versprochen. Welche Games man Muni aber vorstellen will, ist noch nicht entschieden. Die Regierung der Ukraine will Valve, Xbox und PlayStation zu einem Verkaufsstopp von Atomic Heart auffordern. Laut Digitalminister Alexander Bornyakov enthalte der Shooter Sowjetpropaganda und würde Russlands Krieg mitfinanzieren. Studiogründer Shinji Mikami verlässt nach 12 Jahren Tango Gameworks. Wohin es den Resident Evil-Erfinder als nächstes verschlägt, ist noch nicht bekannt.